Ja, in diesem dritten Kapitel wollen wir zeigen Sätze über die Existenz und Eindeutigkeit der Lösung von Anfangswertaufgaben. Und wir wollen beginnen, indem wir beweisen den Satz von Picard Lindelöf. Und den kennen Sie vermutlich schon aus der Analysis. Da für uns aber so eine zentrale Rolle spielt, möchte ich den hier nochmal beweisen. Und insbesondere möchte ich beweisen, die Grundlage dieses Satzes, nämlich den Banachschen Fixpunktsatz. Und das hat einen besonderen Grund, auch wenn wir den hier jetzt am Anfang tatsächlich nur für analytische Zwecke einsetzen werden, wenn wir, ich glaube, im übernächsten Kapitel sehen, dass dieser Satz sehr viele numerische Anwendungen hat und dass er tatsächlich die Basis ist für viele numerische Algorithmen. Okay, gut. Dafür zur Formulierung des Banachschen Fixpunktsatzes brauchen wir zunächst mal zwei Definitionen. Und zwar die Definition der Kontraktion und die Definition des Fixpunktes. Das heißt, seien x und y zwei normierte Räume. Und sei d eine Teilmenge von x. Und d darf grundsätzlich bei den ganzen Sachen, die wir hier machen, immer auch der ganze Raum sein. Das ist kein Problem. Wir werden aber immer annehmen, d ist nicht die leere Menge, dann macht das alles wenig Sinn, was wir hier stehen haben. Eine Funktion g, und das ist auch interessant, diese Fixpunktfunktion werden wir immer g nennen. Das macht viele Sachen für uns auch ein bisschen einfacher. Eine Funktion g von d nach y, also einer Teilmenge von x nach y, heißt kontrahierend oder eine Kontraktion. Genau dann, wenn es gibt eine Zahl q mit 0 kleiner q kleiner 1 mit der Eigenschaft, dass die Norm von g von x minus g von y kleiner gleich q mal die Norm von x minus y ist für alle x und y Element d. Und bei den normierten Räumen dürfen Sie sich jetzt alles Mögliche vorstellen. Das könnte der Raum der stetigen Funktionen sein. Das werden wir nutzen bei dem Satz von Picard Lindelöf. Es könnte aber auch ein endlich dimensionaler Raum sein. Es könnten auch einfach nur die reellen Zahlen sein. Alles macht Sinn und alles werden wir tatsächlich auch nutzen. Beachten Sie bei dieser Definition, dass die erste Norm, die hier vorne steht, das g ist ja eine Funktion von x nach y. Das heißt, diese Norm hier vorne ist die Norm in y, g von x minus g von y, und das hier vorne ist die Norm in x. Das heißt, die Bedeutung dieser Normstriche hier vorne ist ein bisschen unterschiedlich. Vielleicht sollte ich das einmal klar machen, indem ich sage, das hier ist die Norm in y und das hier ist die Norm in x. Okay, das ist das eine. Und dieses Q heißt dabei Kontraktionskonstante. Okay, und das zweite, und das war eins. Das zweite ist die Definition des Fixpunktes, sei g eine Selbstabbildung. Das heißt, das sei eine Abbildung von x nach x oder in diesem Fall konkret von d nach x. Okay, dann heißt x quer, heißt Fixpunkt von g, genau dann, wenn g von x quer gleich x quer ist, das heißt also einfach x quer wird auf sich selbst abgebildet. Und das heißt es Selbstabbildung. Und damit das Ganze definiert ist, muss natürlich gelten, dass x quer ist in D. Okay, gut. Ne? Also gerade diese Bezeichnung, die Definition des Fixpunktes und die Definition der Kontraktion sind wirklich grundlegende Definitionen für dieses Kapitel. Das sollten Sie sich klar machen, was das tatsächlich bedeutet. Okay, kleines Lemma, um so ein bisschen damit arbeiten zu können.
um zu zeigen, wie man damit arbeitet. Zum Beispiel sei G kontrahierend. Dann gilt, dass G ist stetig. Naja, also wir sind in normierten Räumen. Das heißt, es reicht zu zeigen, wenn wir eine Folge haben, xn, die gegen x konvergiert, dann sollte auch g von xn gegen g von x konvergieren und dann ist alles gut. Also sei xn eine Folge, die gegen x konvergiert. Und dann gilt, dass g von xn, die Norm von g von xn, minus die Norm von g von x, naja, das ist auf jeden Fall mal kleiner gleich der Norm von, gleich q mal die Norm von xn minus x, also xn gegen x eine in d, ja? Also die Elemente da oben, die sollen alle aus d kommen. So, dann gilt, dass g von xn minus g von x ist nach der Definition der Kontraktion kleiner gleich q mal Norm xn minus x. Da aber xn gegen x konvergiert, konvergiert die rechte Seite hier vorne gegen 0. Und das heißt, auch die linke Seite muss gegen 0 konvergieren. Das heißt also insbesondere g von xn konvergiert gegen g von x. Und daraus folgt, g ist stetig. Okay, und im nächsten Kapitel wollen wir den Banachschen Fixpunktsatz formulieren.